Seit ein paar Tagen läuft es richtig, richtig gut. Immer wieder am Kupfersee an verschiedenen Spots. An verschiedenen Spots immer wieder so mit Thunfisch oder mit Amino. Und auch hier sieht das schon wieder richtig gut aus. So sieht es aus nach 17 Minuten. Wenn das mal nicht krass ist, es läuft einfach mal wieder richtig, richtig gut mit den verschiedensten Kois. Also, richtig coole Sache. Kann man also mal machen. Mal wieder hier testen. Einfach simpel. Mit Thunfisch und Co. am Kupfersee. Also, ganz simples Setup. Ganz simpel alles aufgebaut. Und das dann auch noch relativ hier zu Anfang. Was ich natürlich gleich auch noch testen will, sind größere Köder für größere Kois. Lieber ein bisschen länger warten und dafür ballert dann vielleicht doch der deutlich dickere Koi rein. Das wäre natürlich der Hammer, wenn das so irgendwie klappt. Also wenn man aufgrund der Größe der Köder dann doch nochmal irgendwie die Kois auch vergrößern könnte. Ja, ansonsten ne, mit den Narumi Asagi und den Orenji Ogon, also das ist natürlich schon der Hammer hier. 17 Minuten oder 15 Minuten vielleicht. Mal eben kurz gucken, was sie so an Cash bringen. Zwischendurch einen Dinkel, das ist natürlich auch wieder nicht verkehrt. Das ist der Dinkelsbühler Lederkarpfen. Boah, der wäre natürlich auch richtig Hammer, ne? Dinkelsbühler Lederkarpfen in groß. 200. 230 Silber schon für so ein paar 3-4 Kilo Fischis. Okay, einer hier mit 7, 7,5, aber das ist natürlich schon übelst an Cash, was da reingeht. Gar nicht so schlecht. Ja, das heißt, das können wir doch nochmal ein bisschen weiter ausbauen hier, ne? Futtermische, alles gerade schön zusammengetüttelt. Ja, wobei dieses, das was jetzt gerade ist, so diese kurze Pause, ne? Guck mal, hier vorne waren mal wieder so 3 Minuten, dann waren wieder ein paar in Folge, zack, zack, zack. Dann wieder so 3 Minuten, 4 Minuten Pause. Also es kommen immer mal so Pausenphasen, wo du denkst, nanu, es ist nicht so schön kontinuierlich, sondern eher so zack, 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 ein paar in Folge und dann ist wieder ein bisschen Pause. Ist ja voll okay. Also wenn man hier dann länger steht, gerne, ja, kann das gerne so weitergehen. Was ich trotz allem mache, ich werfe einfach nochmal nach. Und dann gucken wir auch gleich in das Setup rein hier. Oha, sehe ich überhaupt was? Nee, so nebelig. Aber ich gucke ungefähr, wo die anderen Schnüre hingehen. Und dann werfe ich auch so in diese Richtung. So, zack, 12 Meter einfach raus. Gar nicht so ganz weit. 12 Meter Entfernung, jawohl. Geht mit in die gleiche Richtung der Schnüre. Perfekt. Also, Setup Nummer 1. Ich habe die ein bisschen unterschiedlich, sind die zusammengebaut. Erstes Setup, ganz simpel. Einfach nur mit komplett Thunfisch. Da gab es vor ein paar Tagen auch im Discord schon die Info. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Irgendwer hatte mich, glaube ich, auch noch angeschrieben. Aber es kommt so vieles immer rein. Nee, ich glaube, ich finde das jetzt spontan nicht. Also es gab vor ein paar Tagen und auch schon im Livestream schon die Info, komplett mit Thunfisch und Thunfischöl. Allerdings war das dann vor ein paar Tagen anderer Spot, andere Stellen, soweit ich weiß. Und wir hatten natürlich auch warmes Wetter. Jetzt ist wieder schön Normalwetter. Das ist natürlich jetzt wieder ein großer Unterschied. Das heißt, wieder andere Spots testen und gucken, wo was geht. Andere Entfernung testen. Das bedeutet natürlich immer beim Wetterwechsel bzw. Wassertemperaturwechsel haben wir natürlich dann wieder andere Spots, die wir anwerfen und müssen natürlich woanders rumprobieren. Ja, und dann lübt das auch. Zweites Setup, auch an für sich ähnlich, nee, genauso zusammengebaut, auch mit dem Thunfischöl. Hier hatte ich überlegt, auf den Atlantischen, weißt du, das können wir auch direkt mal machen. Atlantischer Thunfisch als Dip, denn in der Futtermische gibt es nur Atlantischen Thunfisch als Soße. Gucken wir gleich nochmal rein. Also hier machen wir jetzt den Atlantischen Thunfisch nochmal mit rein.
Mal gucken, ob das ein bisschen triggert. Und das dritte Ding, natürlich nochmal mit Amino. Und da sind auch die ersten direkt mit reingegangen. Also Amino scheint auch immer mal wieder so ein schöner Kicker zu sein. Und jetzt ist da natürlich die Frage, inwieweit das hier gut läuft mit dem Amino. Die besten Bisse waren jetzt gerade zu den Abendstunden hin. Es kann auch sein, dass es jetzt in der Nacht einfach, dass es deswegen einfach ein bisschen Flaute ist. Ich warte nochmal gleich ab bis in die Morgenstunden, dass es dann vielleicht nochmal wieder richtig losgeht. Aber im Idealfall läuft natürlich auch nachts nochmal ein bisschen was. Ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen. Ja, wenn es nachts läuft, dann hat man in der Regel eine Stelle, die halt nochmal besser funktioniert. Aber ja, wenn das so weitergeht, bin ich auch schon sehr zufrieden. Ja, 4 Uhr morgens, 4:30 und es geht so langsam wieder los. Der nächste Ogon ist drin. Gerne mehr davon. Also, so kann der Morgen jetzt starten. Ja, wir gucken noch mal kurz in die Futtermische rein. Und ich glaube, dann haben wir auch alles. Ne? Das war jetzt hier übrigens wieder auf Thunfisch mit Amino. Also, irgendwie scheint das ganz gut auch immer wieder reinzukicken. Genau, das Setup jetzt hier mit den kleinen 14ern. Ich werde später noch mal die 18er Boilies testen. Oder Pellets. Einfach noch mal auf die größeren gehen. Ich habe jetzt hier in Kombi Hanfsamen als Basis, Hanfsamenmehl und Thunfisch 12, Thunfisch, das sind die Mini-Feed-Pellets, das sind die ganzen kleinen Feed-Pellets, Thunfisch extra, also ein Crushed Boilie 12 als erstes mit drin und dann eben die Feed-Pellets hier mit drin, einmal Lachs und Thunfisch, sonst hier die extra Feed-Pellets und Thunfisch Mini. Und das ist es. Atlantischer Thunfisch. Hier haben wir es eben nochmal drin. Es gibt eben hier nur atlantischen Thunfisch als Dip oder als Soße, als Aroma. Und dementsprechend hatte ich eben gerade noch überlegt hier, oder habe ich es ja auch schon umgestellt, dieses Setup hier nochmal umzustellen mit dem Aroma atlantischen Thunfisch im Vergleich zu den anderen. Hier ist eben das Thunfischöl drauf. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob es gleich hier in den Morgenstunden nochmal richtig schön abgeht und ob hier noch ein paar andere seltene reingehen. So sieht es doch schon richtig, richtig gut aus. Gerne mehr davon. Abgefahren, schon lange nicht mehr gehabt hier am Kupfersee. Und ja, so kann es auch gerne weitergehen. Hatten wir die Map schon? Wir hatten die Map noch nicht mal. Position, exakte Posi, ist direkt hier am Anfang. Und dann, wie gesagt, 12 Meter raus hier zu dem Baum. Den werfe ich immer hier an. So langsam sieht man es auch. Wird langsam ja hell. Und genau, einfach immer zu diesem Baum geworfen. 12 Meter weit. Reicht. Und dann gib ihm. Ja, so viel zum Spot. Jetzt heißt es wieder Kois kloppen. Mal gucken, was so bei den Kois noch alles geht. Toi, toi, toi. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren gefällt mir. Daumen da lassen auch. Von daher, zack, zack, zack. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.